gehört, achtet nicht auf das hier. Ich schaue nämlich heute aus wie Sau. Ich möchte mein Aufgebraucht-Video machen. Ich glaube, so voll war die Box noch nie, seit ich da in der Wohnung wohne. Aber es ist ziemlich viel leer worden auf Sachen, glaube ich, die ich schon länger in Verwendung hatte, wenn ich mich nicht irre. Und ich habe halt so viel Kleinkram aufgebraucht, weil ich halt so viele Sachen davon hatte. So, fangen wir auch gleich mal an, weil es ist ziemlich viel. Ich zeige euch die das letzte Mal, aber ich fand die Verpackung einfach so süß und wollte euch nur voll jammern, dass ich die dabei aktuell nicht bekomme, weil jedes Mal, wenn die Kunden die sehen, kaufen die natürlich. Was ich auch nachvollziehen kann, ist ja nicht so, dass ich es nicht verstehen würde. So, was haben wir dann noch? Einmal habe ich die Biotherm-Ampullen aufgebraucht. Ich traue denen echt hinterher. Das sind keine Glasampullen, sondern Plastikampullen und ich finde die super. Man spiegelt jetzt ein bisschen, sorry. Aber die waren wirklich gut. Und ich überlege, ob ich sie mir nochmal nachkaufe. Ich habe sie gestern im Donauzentrum noch reduziert gesehen, aber habe sie mir nicht gekauft, weil ich da eh schon so viel Geld ausgegeben habe. Von Isana habe ich eine Seife aufgebraucht. Die war mega geil. Die hat so gerochen wie das Ritual of Meer. Mega. Also würde ich mir jetzt sicher nochmal nachkaufen. Aber ich komme da leider nicht dran. Und die ging leider viel zu schnell leer. Mein Hydrogel-Lip-Patch ist auch leer geworden. Diese Masken. Ich kann heute irgendwie nicht reden. Von Action habe ich die Lippenmasken aufgebraucht. Einmal die rosane und ich glaube die goldene fliegt da auch noch irgendwo rum. Ich habe davon noch ein paar, aber ich finde die nicht schlecht. Von Trackle Trestle Moon habe ich das Green Apple Tweed aufgebraucht, was ich ja in dem Tauschpaket hatte. Es war okay. Ich fand es nicht schlecht, aber ich würde mir das jetzt ehrlich gesagt nicht nachkaufen. Es war okay, aber es haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Ich sitze schon wieder so buckelig da, tut mir leid. Augenbets habe ich auch sehr viele in diesem Monat aufgebraucht. Balea Chocolate Dream einmal, da habe ich auch noch sehr viele Backups. Ich kann mich immer mehr mit diesen Düften anfreunden. Auch die Schoko finde ich jetzt gar nicht mehr, die dunkle Schoko finde ich jetzt auch gar nicht mehr so schlecht, weil das war ja die weißen. Finde ich nicht übel, was ich auch nicht so schlecht fand, aber ich mag den Duft davon nicht so, ist von Annemarie Berlin die Hyaluron Augenpads. Fand ich nicht schlecht. Aber ich mag den Duft halt nicht so. Und ich finde das gut, dass man, dass die sich so ans Auge, jetzt kriege ich schon wieder Schluck auf, ich hasse es, sich so ans Auge festsaugen, richtig. Finde ich nicht schlecht. Ich habe zweimal das Trockenshampoo von Garnier aufgebraucht. Die beiden waren aber angefangen. Weil manchmal greife ich mir zu oft in meinen Pony rein, so wie heute, und dann schaut er halt so eklig aus und dann benutze ich das. Und ich habe zwei angefangene gefunden. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber seit dem Umzug habe ich mir die dann ins Badezimmer gestellt und habe sie aufgebraucht. Ich liebe das. Das gibt es aber nur noch bei uns beim Piper. Leider. Spät aber doch habe ich diese Birthday Cake Peel-Off Maske verwendet. Die war wirklich gut. Ich habe die sehr gerne verwendet und ich werde die auch fix zu Geburtstagen verschenken. Ich habe jetzt noch die anderen zwei. Aber die war wirklich gut. Die hat auch angenehm gerochen. So, was haben wir da? Ich habe da noch viel, viel mehr. Gehen wir nochmal zu den großen Dingen. Ich habe die Meridol Zahncreme leer gemacht. Die benutze ich sehr, sehr gerne. Meistens, wenn ich so Zahnfleischblut habe, kaufe ich mir die immer wieder nach. Ich habe auch meine Mundspülung wieder leer gemacht und ich habe sie beim Piper nicht mehr gesehen. Was mich richtig anzipft. Ich habe sie noch ein, zwei Mal, glaube ich, nachkaufen können, aber das geht mir so auf den Keks. Die Vivi war so lieb und hat mir eine mitbestellt, weil angeblich gibt es das bei Nodino und dann werde ich halt bei Nodino bestellen müssen, wenn ich sie nicht mehr im Geschäft bekomme, weil ich will die nur noch haben. Geht mir richtig auf den Eimer. So. Ein Volumenshampoo von Terra Natura ist auch wieder leer worden. Ich benutze das so zwischendurch, der Stefan benutzt das eher hauptsächlich, also wenn man das so sagen kann. Er ist derjenige, der es auch dann leer macht. Ich finde es aber gut und für zwischendurch reicht das vollkommen. Sorry, dass ich so einen leer mache. Eine Ampulle ist leer geworden, die Ingwer Shot, die liebe ich ja und die gibt es ja leider nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch nicht mehr so viele Backups, die dürften bald leer sein, meine Backups. Dann von dem deutschen Tauschpaket habe ich auch schon ein paar Sachen leer gemacht und da bin ich so traurig drüber, weil die Beauty Mask Company Tuchmaske, die war so geil, diese Lippentuchmaske. Ich habe dem im Video gar nicht gesagt, dass das Lippentuchmasken sind. Jetzt bin ich wieder so rosa. Jesus Maria. Toll. Das sind Lippentuchmasken und ich finde die mega. Also die ist wirklich gut gewesen. Traue ich echt hinterher. Die finde ich auch gut. Das sind ja diese Augenpads von Isana. Habe ich aber noch ein paar. Gott sei Dank. Was ich nicht so gut fand, war die Cadea Vera Let It
Snow Fluffy Snow Mask, die war nicht so gut, die hat bei mir gebrannt. Habe ich Gott sei Dank nur eine gehabt. Dann von, auch von Cadea Vera, da traue ich auch hinterher, weil da habe ich nicht so viele Backups gekauft. Ich habe auch gar keine Backups, glaube ich, gekauft von der. Das war so eine Biogel-Tuchmaske. Die war eher so hydrogelmäßig, aber war ein komplettes Tuch, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Die Hydrogel sind ja immer unten ein Teil und oben ein Teil. Und diese Biogel war aber ein ganzes Teil und die war so geil und ich traue der so hinterher. So deppert dämlich, dass ich die nicht noch gekauft habe. Aber was will man machen? Was ich auch gut fand, das waren so blaue Wolken, glaube ich, von Isana, die Hydrogel-Augenpads. Die fand ich auch sehr, sehr gut. Was ich auch gut fand, wo ich am Anfang nicht so begeistert davon war, die habe ich nämlich auch aus dem Tauschpaket, Isana Handschuhmaske, die war geil. Die hat mega geil nach Kokos gerochen, die hat so geil gepflegt. Ich habe heute auch eine gemacht, aber bei mir kommt diese Hornhaut schon wieder zurück, also das ist echt furchtbar. Ich sollte das öfter machen. Ich mag Handschuhmasken lieber als Fußsockenmasken, muss ich ehrlich sagen. Ich habe so viel Kleinscheiß, es ist echt unpackbar. Nein, das habe ich noch gar nicht gezeigt und das fliegt in die Kiste. Ich habe einen Lichtschutzfaktor aufgebraucht in so einer kleinen Probe. Ja, war okay. Aber ich habe eh den von Karaus und den mag ich lieber. Hier haben wir noch zwei Cadea Vera Ampullen. Beide mag ich sehr gern. Da habe ich ja noch ein paar Backups, Gott sei Dank. Bei der Glow glaube ich auch, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Eine Duftprobe vom Narciso Rodriguez habe ich leer gemacht. Ja, ist gut, aber ich habe eh noch Narciso Rodriguez Düfte. Die goldene Lippenmaske habe ich auch leer gemacht. Die würde ich mir aber nicht mehr nachkaufen, sondern nur diese rosa-rote. Zweimal meine Reinigungstücher habe ich leer gemacht. Einmal die, was ich am Schminktisch stehen habe. Mag ich sehr gern, aber würde ich mir dabei nicht nachkaufen, weil ich bin denen so verfallen. Ich schmink mich ja nicht direkt mit denen nur ab, sondern ich... Warum bin ich so rosa? Ist das die Wand vielleicht? Mag die Kamera die Wand nicht? Das könnte auch gut sein, oder? Ich mag die viel, viel lieber als die anderen alle, die ich gerade habe. Ich habe jetzt gerade andere in Verwendung. Zu meiner Abschminkroutine, ich kann euch gerne ein Video drüber machen, wenn ihr wollt, aber ich schminke mich mit denen natürlich nicht ab. Ich habe dieses Biotherm Abschminkbalsam, dann gehe ich mit denen drüber, um den Rest da runter zu kriegen noch. Also bei den Augen habe ich immer so viel hängen. Nehme aber hin und wieder noch den Clarins Make-up Entferner oder wasche dann einfach nochmal mein Gesicht mit Reinigungsgel. Aber ich glaube, ich werde da mal näher drauf, weil ich habe heute Wortfindungsschwierigkeiten. Ich glaube, ich werde da näher auf ein Pflegevideo eingehen, was mir sowieso Spaß machen wird, aber die finde ich mega. Die sind wirklich gut, die riechen auch voll geil. Eine Isana Avocado Retinol Maske habe ich leer gemacht, die war auch sehr gut, fand ich wirklich nicht schlecht. War aber für tagsüber, ich bin ein Trottel, steht ja Retinol drauf. Retinol sollte man ja eigentlich auch nur am Abend verwenden und ich habe sie aber tagsüber verwendet, ich Pappenheimer. Die war aber wirklich gut. Die hätte ich gerne noch einmal. Welche ich okay fand, weil mir war sie persönlich zu reichhaltig, war die Isana Verwöhnmaske. Sie war nicht schlecht, aber mir war sie ein bisschen zu voller Serum vollgepumpt. Mir ist das dann da alles runtergeronnen und dann war meine Haut schon so überpflegt und das... Sie war gut, aber ich würde sie nicht nochmal haben wollen. Weil das ist für meinen Hauttyp, glaube ich, ein bisschen zu viel. Dann habe ich eine Garnier-Maske leer gemacht. Die war ein bisschen kompliziert. Eigentlich hätte man das so zusammenfalten müssen, weil oben war die trockene Tuchmaske, unten war das Serum. Man hätte es so falten müssen, damit das Serum zur Tuchmaske kommt. Hat aber nicht funktioniert. Deswegen habe ich es aufgeschnitten, beziehungsweise aufgemacht. Habe zuerst so einen Schnitt reingemacht und dann aufgerissen. Und dann habe ich die Maske da reingeben versucht, in die Flüssigkeit. Mir ist aber die ganze Flüssigkeit rausgeploppt, also war ganz, ganz, ganz furchtbar. Würde ich mir nicht nachkaufen. Sie hat zwar gut gerochen, natürlich war das Tuch nicht so gut gedrängt, dass es jetzt lange Feuchtigkeit gespendet hätte. Das war sehr trocken danach, das Tuch, aber ja, ist nichts Besonderes gewesen, wirklich nicht. Von Arden gibt es jetzt eine neue Gesichtspflege und die finde ich mega gut. Ich habe da noch eine Probe, Gott sei Dank, davon. Die sieht so aus, das ist so eine White Tea Gesichtspflegelinie und die Verpackung schaut da sowieso mega geil aus. In der Augencreme und in der Gesichtspflege sind so kleine Kügelchen drinnen. Ich finde die Bombe. Ich hab genug Gesichtspflege. Ich hätte die nämlich echt gern. Von Kenzo habe ich eine Duftprobe leer gemacht. Die gibt es aber nur exklusiv bei Marionot. Ich habe die bis jetzt noch nie ganz so anders gesehen, außer bei Marionot. Der war aber nicht schlecht. Aber ich habe eh genug Parfums.
noch ein paar Sachen. Von La Vie Belle habe ich den Iris Absolue aufgebraucht. Das ist ja der ganz, ganz neue Duft von La Vie Belle. Ich weiß nicht, wie ich den finden soll. Ich versuche es jetzt schon zum zweiten Mal in Worte zu fassen, aber er ist okay, aber haut mich jetzt nicht um. Er ist jetzt nichts Besonderes. Da mag ich den Soleil Kristall viel, viel, viel lieber. Oder meinen Le Eclat oder Toilette, den es ja nicht mehr gibt, aber ich finde ihn nicht so besonders. Was ich gut fand, war von Clarins die Body Partner Body Lotion. Die war echt geil. Die war wirklich geil. Aber ich habe noch so viel Body Lotion. Noch eine Duftprobe von Kenzo, die Le Absolue habe ich aufgebraucht von Flower. Der war auch okay, aber ich würde mir sowas jetzt nicht nachkaufen, weil wie gesagt, ich habe genug Düfte. Ich bin froh, wenn ich mal ein paar Proben und so leer mache. Von Cardea Vera habe ich die Augenpads leer gemacht. Die werden aber leider umgestellt, was ich ein bisschen schade finde. Ich habe die neuen noch nicht probiert, weil wir haben die neuen, glaube ich, auch noch nicht so im Sortiment, außer eine Variante. Und ich habe genug Augenpads, deswegen werde ich mir dabei die nicht kaufen und ich muss auch mal die alten verbrauchen. Aber die werden umgestellt, leider. Ich mag sie schon, viele mögen die ja nicht. Dann von Isana habe ich zwei Produkte noch leer gemacht, von dieser Mandel-Kirsch-Limited-Edition. Die mochte ich so gern. Also ich war ein bisschen enttäuscht von dem Duft, aber bei den Augenpads sogar noch mehr als bei der Tuchmaske. Die Tuchmaske hat so leicht nach Kirsche gerochen, das fand ich gut. Die war auch mega geil pflegend, also die hat mir mega gut gefallen. Auch die Augenpads waren okay. Ich fand das halt so schön, die waren rot, man sieht es eh da oben noch. Aber ja, ich hätte mir ein bisschen mehr Duft gewünscht, aber es war okay. In-Dusch-Lotion. Ich mag die nicht. Das ist ja diese klassische Body-In-Dusch-Dingsbums. Die mochte ich überhaupt nicht. Ich mag lieber die mit diesem Shea-Butter, was ich immer verwende. Die habe ich mir zwangshalber kaufen müssen, weil es meine nicht gab. Die würde ich mir nicht mehr nachkaufen, sondern eher meine Shea-Butter. Dann habe ich noch eine Ampulle leer gemacht. Von Cardea Vera natürlich. Die Sofort-Effekt. Die alte Variante ging ja raus und sie haben die ja neu verpackt. Die neuen Varianten habe ich noch nicht probiert, aber die werden genauso gut sein, hoffe ich jetzt mal. Aber die mag ich sehr gern. Wenn man so ein richtig geiles Make-up danach schminken will, ist die Bombe. Von Cardea Vera die Hydrogel Lip Patch habe ich aufgebraucht. Die Sherry Kiss. Ich liebe die und ich bin so dankbar, dass ich noch so viele Backups habe. Wirklich. Da bin ich wirklich dankbar, dass ich so ein Junkie bin. Von Primark, die fand ich leider nicht so gut, weil die von Isana hat zwar auch zu viel Pflege drinnen gehabt, aber da von Primark die Handmaske, da stand die Pflege einfach nur so auf der Hand und ist nicht eingezogen, das war furchtbar, würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Wirklich nicht. Es geht, man kann nicht alles, finde ich, von Primark kaufen, von den Pflegeprodukten, aber ja. Dann habe ich das Sugar Crush Body Peeling aufgebraucht. Dem traue ich ja auch hinterher. Ich habe noch ein Backup. Ich weiß auch nicht, ob es das noch beim Douglas gibt. Ich habe es vor kurzem nicht gesehen. Ich war nämlich vor kurzem dort. Ich liebe das. Jetzt habe ich so bieten. Ich finde es aber wirklich gut. Ich habe Gott sei Dank noch ein Backup, aber da werde ich mir noch ein bisschen Zeit lassen, bis ich das verwende. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht von Zuckerschnut. Und ich glaube, das war Gott sei Dank mein letztes. Das ist schon abgelaufen, schon eine Weile. Ich sage jetzt nicht wie lange, aber es ist schon eine Weile abgelaufen. In meinem Sammlungsvideo habt ihr auch gesehen, dass ich ein paar Sachen schon aussortiert habe, braverweise. Und ja, da habe ich halt nicht auf meinen inneren Schweinehund gehört. Es hat doch ganz normal gerochen, aber ich habe da einen Ausschlag bekommen, am Arm einen Ausschlag bekommen. Ganz furchtbar war das. Also ich hoffe, das war jetzt mein letztes. Ich bilde mir ein, es war mein letztes. Ich glaube, ich habe keins mehr. Sollte ich aber noch eines finden, werde ich es entsorgen. Weil das kann ich nicht verwenden. Ich habe es auch nicht als Seife verwenden können. Da war noch ein bisschen was drin. Ich habe es als Seife zwecksentfremdet, ging auch nicht. Also es war furchtbar. Weil ich eben so einen Ausschlag davon hatte, habe ich die SOS-Ampulle verwendet von Cardea Vera, von Lavozone, von der Müller-Eigenmarke trotzdem. Hat auch ein bisschen was gebracht, aber ich wollte jetzt nicht tausende von denen verwenden, weil das ist ja eigentlich so eine Aftersun-Ampulle. Aber für das war das auch gut. Ich habe mir aber jetzt die Akutcreme von Dadosense nachgekauft und deswegen habe ich dann keine mehr von dem verwendet. War aber auch gut, die Ampulle. Aber ich mag die Dadosense Akutcreme für sowas viel lieber. Noch eine Ampulle habe ich leer gemacht natürlich, die Glow-Ampulle. Ich bin ein bisschen nagellackiervoll, ich sollte das wieder ein bisschen ändern. Habe nur einen schnelltrockner Nagellack-Spray verbraucht. Ich mag die aber, ich kaufe mir die immer wieder nach. Dann habe ich zwei Duschschäume von Rituals leider leer gemacht. Ich liebe die, ich habe Gott sei Dank ja noch Backups von dem. Das fand ich wirklich gut. Das fand ich wirklich gut, aber ich muss jetzt ein bisschen... Du, ich habe dich noch nicht genau gezeigt, komm wieder her. Ich muss aber noch
warten, bis ich die anderen verwende. Aber ich liebe das. Leider war es limitiert. Den mochte ich auch sehr gern, den Sleep, den hätte ich auch gern wieder. Ja, ich habe noch so viele andere, die ich jetzt mal benutzen muss, aber den fand ich echt gut. Ein Lush-Duschgel habe ich auch leer gemacht und man riecht das noch so raus. Es hat gut gerochen, ich habe es aber leider zu spät benutzt, weil die Lush-Duschgele halten wirklich ewig, die sind echt arg. Ich habe das Ende November, glaube ich, benutzt und habe es erst jetzt im März, Ende März leer gemacht. Also das hat so lang gehalten, das war echt arg, aber ich würde mir das nicht nochmal kaufen. Ich habe den falschen Duft für die falsche Zeit ausgewählt, aber ich mag die Lush-Duschgele eigentlich gern. Ich habe mir auch wieder welche gekauft. Vom Stefan, das Deo ist leer worden. Das habe ich jetzt auch so, weil da ist fast nichts mehr drin, man sieht es ja. Und der wollte das trotzdem noch aufhängen. Keiner, der ist schlimmer als ich, was das betrifft. Duftproben habe ich auch ganz viele noch leer. Von El Ganso, das ist ein Exklusivduft bei Müller. Der Senorita, den habe ich leer gemacht. Die haben wir mal bekommen, wie der Duft neu rauskam. Der ist nicht schlecht, ich werde den sicher jetzt öfter herzeigen. Für mich ist er nichts, weil ich bin dafür, glaube ich, ein bisschen zu alt. Aber er ist nicht schlecht, so für Dinis finde ich den echt schön. Da hat nämlich auch so eine Schleife am Duft drauf, also ich finde den gar nicht so schlecht. Ich habe auch noch eine Probe von dem anderen, von dem Bell, glaube ich, oder Bella oder so, wie der heißt. Ist okay, aber eher für Dinis, würde ich jetzt sagen. Dann habe ich Augenpads aufgebraucht von einer koreanischen Marke, die fand ich leider nicht so gut. Die waren ausgetrocknet, also die waren nicht ganz ausgetrocknet, aber waren relativ trocken. Ich bin halt andere Sachen gewohnt, deswegen würde ich mir die Marke nicht nochmal nachkaufen. Ich habe auch nachgeschaut bei uns bei Müller, die anderen sind auch so, also würde ich mir nicht nachkaufen. Von Isana, die Hydrogel-Lippenmaske habe ich auch aufgebraucht. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht von dem Duft, weil da steht was mit Wassermelonen, also Melonenextrakt drauf. Aber ich finde die trotzdem geil. Also ich würde die trotzdem haben wollen. Ich liebe Lippenmasken. Von Armani C habe ich auch nur so eine kleine Duftprobe leer gemacht. Ich wollte es einfach leer machen, ganz ehrlich. Ich mag aber die C-Düfte und ich habe ja, ihr habt es im Sammlungsvideo gesehen, ich habe noch sehr viele Armani C. Von Givenchy, den Life Irresistible, habe ich auch aufgebraucht. Der war echt nicht schlecht. Der war wirklich nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich mir den jemals kaufen würde. Ich müsste mal gucken, ob es den noch gibt. Ich werde den mal auf die Seite geben und werde mal schauen, ob es den noch gibt. Weil der war echt nicht so schlecht. Mandarinenblossom von Aden habe ich auch leer gemacht. Mochte ich schon, aber war jetzt nicht so ein Bäm, den muss ich mir nachkaufen. Er war okay, aber er ist nicht... Da mag ich den klassischen lieber. Das ist nicht mein einziger Parfum, den ich aufgebraucht habe. Ich war diesen Monat sehr brav. Ich habe aber meinen Jill Sander Sun leer gemacht. Den traue ich schon hinterher. Der war echt gut. Den kann man leider nicht mehr nachkaufen, aber den fand ich wirklich sehr gut. Aber ich habe ja noch einen anderen Jill Sander Duft. Das habe ich falsch verwendet. Das war eigentlich ein Duftbooster, was man ja reingeben konnte. Den hatte ich ja im Adventkalender von Rituals drinnen. Ich fand den aber exakt nicht so besonders. Also er war okay, aber ich würde ihn mir jetzt, glaube ich, nicht nachkaufen. Würde ich jetzt nicht. Also er hat jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dann habe ich von Clarence Pflegeproben leer gemacht. Ich hatte einmal das Duschgel und einmal die Bodylotion von der neuen Serie, von der grünen. Ich liebe das. Das ist so gut gewesen. Ich habe noch eine Probe von der roten Serie und da bin ich gespannt, wie es mir gefällt. War das ein deutscher Satz? Ja. Weil die grüne fand ich schon gut und es gibt noch eine orangene und die finde ich noch besser. Da gibt es aber leider keine Proben, aber die war... Hätte ich nicht so viel, würde ich mir die nachkaufen, weil das war echt geil. Dann habe ich noch eine Sofort-Effekt-Ampulle aufgebraucht und eine Lippentuchmaske wieder mit diesem Gummibärchen. Die war auch geil. Aber die Melone hat mir trotzdem besser gefallen. Die war auch geil, aber die Melone ist dabei mein absoluter Favorit. Ein Lancôme-Duschgel habe ich leer gemacht. Das war auch geil. Das habe ich Gott sei Dank noch im Backup, weil das haben die auflassen. Das riecht eher so wie frische Wäsche. Mochte ich aber urgern. Also eigentlich bin ich ja nicht so der Fan von sowas, aber das war echt geil. Ein Mini-Duschgel habe ich auch leer gemacht. Ich habe das nämlich eigentlich für ein Tauschpaket gekauft und habe das dann auch unbedingt haben wollen. Das war aber sehr gut. Wenn es ein Groß geben würde, hätte ich es mir nachgekauft, aber einen kleinen kaufe ich es mir jetzt nicht noch einmal nach. Ich habe eh so viel Duschgel, ich wollte es halt nur unbedingt probieren. Ein Primer habe ich auch leer gemacht, da kommt sicher noch was raus, aber ich habe keinen Bock mehr auf den. Das war von diesen 183 Days, der Kokos Primer. Er war okay, aber er war viel zu dick irgendwie von der Konsistenz. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass mein Make-up so gut gehalten hat davon. Also ich habe noch ein Vanille, aber kann man eh nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich Augenpads von Yuti aufgebraucht. Das waren diese Herzchen. Ja, Yuti würde ich mir ehrlich gesagt nicht nochmal nachkaufen. Vielleicht diese Limited Editions hin und wieder, aber ich würde mir die Zwecks Ablaufdatum
irgendwie nicht nochmal nachkaufen. Vielleicht die Limited Editions. Ich habe ja die Germany's Next Top Model auch nachkauft, aber ja, so unbedingt. Also da mag ich die von Balea, Isana, da komme ich ja schwer ran. Aber von Balea mag ich die bis jetzt eigentlich am liebsten. Auch von Cadia Vera natürlich. So, noch eine Duftprobe habe ich leer gemacht. Von Narciso Rodriguez. Den Ambre, der war auch sehr gut, aber weil ich ja noch meine anderen beiden Narciso habe, werde ich den mir auf keinen Fall nachkaufen. Ein Balea Hydrogel Lip Patch habe ich auch aufgebraucht, die mag ich auch sehr gern. Kaufe ich mir fix wieder nach, wenn meine Backups leer werden. Von Cadia Vera ist auch wieder eins leer worden. Ich glaube, das habe ich euch aber eh schon gezeigt. Einmal, wenn ich mir jetzt nicht irre. Alzheimer. Beauty Konzentrat Peptide Power von Isana vom Tauschpaket. Da ist mir ja leider eine kaputt gegangen, aber ich fand die urgeil. Kann ich aber auch nur am Abend verwenden. Aber die waren echt mega. Was ich nicht so gut fand, leider, war die Balea Tuchmaske It's Waffle Time. Die war viel zu dick vom Tuch, hätte sich dauernd bei mir beim Kinn gelöst. Ganz, ganz furchtbar. Ich bin was anderes gewohnt vom Balea, deswegen war ich sehr schockiert drüber. Verpackung natürlich wieder mega, aber ich weiß gar nicht, ob ich davon noch eine habe. Ich hoffe jetzt mal nicht, aber ja. Ich habe brav gelernt, habe mir jetzt von den neuen Masken nur ein Stück jeweils mitgenommen. Da bin ich wirklich brav. So, Clinique Moisture Surge. Ich war ja eigentlich nicht so ein Fan von Clinique. Die sieht so aus, aber ich fand die gut. So für eine Make-up-Unterlage war die echt nicht schlecht. Muss ich schon sagen. Also wenn ich die jetzt nochmal gratis kriegen würde von der Arbeit oder so, wäre ich nicht abgeneigt, aber kaufen würde ich sie mir nicht, weil ich halt zu viel habe. Noch einmal diese Reinigungstücher, was ich am Schminktisch stehen habe. Furchtbar, oder? So, dann habe ich braverweise das Annemarie Berlin 2 Phasen Aloe Vera Shake aufgebraucht. Ich mache die ganze Zeit so, weil das irgendwie da so komisch hängt. So, so sieht das aus. Fand ich okay. Ich mag das von Clarins lieber. Es hat denselben Effekt wie das von Clarins, dieses Bifas Serum da, was ich ja auch schon ein paar Mal aufgebraucht habe. Aber mir hat dieser Naturkosmetik-Duft ist mir so auf die Nerven gegangen, deswegen würde ich mir das nicht nochmal nachkaufen. Leider. Noch eine Niacinamid-Ampulle habe ich leer gemacht. Ihr wisst ja, ich liebe die von Cadia Vera. Eine Glossy Touch-Seife habe ich leer gemacht von Balea. Da werde ich mir die Verpackung aufheben und werde dieses Yves Rocher Duschgel reinfüllen, weil ja, ich das Duschgel leer machen will. Deswegen stelle ich es gleich auf die Seite. Dann habe ich hier die neue Multivitamin Ölamperle. Die Ölamperle? Ölampulle? Ölperlenampulle? Was ist denn das für eine Wortkotze? Mag ich sehr gern, kann ich aber, finde ich, nur am Abend verwenden, weil tagsüber ist mir das auch zu viel. Oh, ich habe so ein Tuch noch aufgebraucht von Yves Rocher. Der Monneau ist aber gar nicht so schlecht. Mein Shampoo ist leer geworden, da muss ich mir auch die Flasche aufheben, weil da muss ich die Nachfüllung reinfüllen. Habe ich mir nämlich noch ein paar gekauft, habe ich euch noch gar nicht gezeigt, glaube ich. Wieder zwei Cadia Vera Produkte habe ich leer gemacht. Einmal die Stay Hydrated Augenpads, die werden ja wie gesagt umgestellt, aber ich mag die schon. Also ich habe bis jetzt auch kein Problem, dass sie rutschen oder so. Und natürlich meine heißgeliebte Kokos Lipmaske. Noch ein paar kleine Dinge, dann haben wir es eh auch schon geschafft. Ich bin eigentlich eh guter Dinge da. Eine Shiseido Mascara habe ich leer gemacht. Die war okay, aber ich mag trotzdem die von Yves Saint Laurent lieber. Ich finde, diese kleinen gehen nur schnell leer oder trocknen nur schnell aus, aber ja, sie war okay. Ich hatte die ja schon mal in groß. Kaufen würde ich sie mir aber ehrlich gesagt nicht. Dann habe ich, okay, noch einmal diese Hydrogel Balea Lipmaske aufgebraucht. Eine Zahncreme habe ich noch leer gemacht, die war auch gut. Die hat auch sehr lange gehalten, die gibt es aber nicht mehr. Die ist nämlich bei uns aus dem Sortiment gegangen. Die Verpackung ist ja sowieso geil. Gibt es aber leider nicht mehr. Dann habe ich noch so viele Tuchduftproben von Yves Rocher aufgebraucht. 4 sind es noch. Einmal den Tender Jasmin, den ich ja so liebe, den Duft. Den Flower Party by Night, den fand ich jetzt nicht so genial. Ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr. Den fand ich auch nicht gut. Der hätte meiner Mama, glaube ich, gefallen. Ich kann den gar nicht aussprechen, aber so schaut der aus. Ich glaube, den gibt es auch nicht mehr. Und den Evidence, den Intense. Den mag ich sehr gern. So, dann habe ich hier eine Probe leer gemacht, die, was ich furchtbar fand. Die war wirklich furchtbar. Das war von so einem ganz gehypten Peeling-Tuch. Das war furchtbar. Meine Haut hat so gebrannt, ich musste das abwaschen dann. Das sind so ganz spezielle Tücher, die man verwenden kann. Man sieht da jetzt leider gar nichts. Da hat man nur so, ihr könnt auf Stopp drücken, aber wisst ihr, wie man das anwendet.
Ganz furchtbar, würde ich mir niemals kaufen. Das ist angeblich voll gehypt, aber ich mag es nicht. Es hat bei mir wirklich gebrannt auf der Haut und ich musste dann mein Gesicht nochmal reinigen, ganz schlimm. Augenpads von Balea habe ich leer gemacht, das war eine Limited Edition, diese Golden Vanilla. Die waren auch gut, habe ich aber leider nur die eine Packung gehabt. Von Versace habe ich was leer gemacht. Da gab es nämlich so ein Set und da gibt es eine Miniatur auch dazu. Die Miniatur ist in meinem Kastal drinnen, die Pflegesachen habe ich aufgebraucht und ich mochte die so gerne, die waren so geil. Ich habe die Bodylotion auch aufgeschnitten. Boah. Seit ich das probiert habe, freunde ich mich auch immer mehr mit Versace Parfum. Das Lilane finde ich wirklich gut, das schaut so aus, dieses Purple war das. Steht ja auch der Name drauf, also das fand ich mega. Es ist so süß in so Mini, oder? Dann habe ich einen Lidschatten aufgebraucht, den habe ich zum Verblenden benutzt. Der war echt gut, das war ein Tester von Müller damals. Den fand ich mega. Leider ist er leer, weil den fand ich echt gut und die gibt es nicht mehr. Bisschen was haben wir noch. Einmal habe ich eine Seife leer gemacht, das war die von Yves Rocher. Die ging leider so schnell leer, weil die mochte ich wirklich gerne. Die war auch noch gut, das Problem ist halt, da habe ich halt nie dran gerochen. Also war die auch noch nie offen, wenn man das jetzt genauer nimmt, weil die ist 12 Monate haltbar nach dem Öffnen. Bei dem Duschgel bin ich jetzt gespannt, ob ich dann einen Ausschlag bekomme. Aber das fand ich, die Seife war geil. Die war wirklich geil. Dann habe ich noch eine Seife leer. Ich mit meinem Aveo Limited Edition Gute Laune. Die war auch gut. Würde ich mir nochmal nachkaufen. Die war wirklich gut. Ging aber auch leider viel zu schnell leer. Da gibt es auch Duschgel und Bodylotion, aber ich habe so viel, deswegen kaufe ich mir das natürlich mal nicht nach. Dann habe ich eine Creme aufgebraucht von Kiehl's. Da habt ihr die Probe davon. Das ist dieser Tiegel hier. Das ist diese 24 Stunden feuchtigkeitsspendende Avocado-Creme da. Ich fand sie jetzt okay. Mich hat die jetzt nicht vom Hocker gehauen. Dem traue ich ein bisschen hinterher. Das war das Shine Fix Serum. Ich finde das gar nicht mehr so schlecht, weil ich habe in letzter Zeit so viele Komplimente wegen meiner Haut bekommen. Und ich muss sagen, ich habe hauptsächlich Lancôme benutzt. Auch diese Creme hier. Obwohl die ja eigentlich nicht so für mein Alter ist. Ich habe auch noch eine zweite gerade in Anwendung. Das ist die Multi... Also die Renergy Multi Lift Ultra. Ist ein bisschen heftig für meine Haut. Ich mag die so. Ja, und ich will nicht immer alles verschenken. Das ist auch was, was mich nervt. Aber die fand ich mega und ich habe sie Gott sei Dank nochmal. Und das Serum überlege ich, ob ich mir kaufen soll. Aber ich habe noch so viele Serum. Den traue ich auch so hinterher. Vom Biotherm, mein Biosource. Balm to Oil. Ich habe jetzt nur noch eines. Das war mal, konnten wir mal bestellen, günstiger. Ich habe mir jetzt das von Estée Lauder gekauft, beim Notino. Beim Notino war es nämlich günstiger als beim Müller. Ich bin gespannt, wie das ist. Aber ich liebe das von Biotherm. Ich habe jetzt noch eins, das ist auch wieder bald leer. Aber dem traue ich wirklich hinterher. Das war so gut und die haben das aus dem Sortiment genommen. Meine beiden letzten Produkte. Ich habe einmal von Lancôme den Duft leer gemacht. Ich glaube, das war der Le Absolu. Der hat sowas, ich meine, man sieht jetzt nicht viel, das war ein Tester. Fand ich okay. Aber geht mir jetzt nicht ab. Der ging so schnell leer. Ich hatte den dann im Spind. Ich habe ihn nämlich in meinem Urlaub angefangen. Erste Woche, wo ich ihn verwendet habe. Und in der zweiten Woche in der Arbeit ging der so schnell leer. Ich finde die Lancôme-Düfte, ich glaube, da ist dieser Sprühmechanismus so eingestellt, dass man da viel zu viel Produkt verwendet. Also, ja. Aber ihr wisst ja, welchen Lavierbell ich am liebsten mag. Das mage vor allem. Mag. Oh Gott. Ihr wisst, welchen Lavierbell ich am meisten mag. So. Mein letztes Produkt, was ich aufgebraucht habe, ist von IT Cosmetics die Anti-Aging-Creme. Die war diesmal okay. Ich mochte die andere, die ich hatte, lieber. Ich weiß nicht, ob das nicht dieselbe war. Ich bilde mir eigentlich ein Ja. Aber die war okay. Würde ich mir jetzt aber nicht nachkaufen. So. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es richtig Spaß gemacht, euch die Sachen endlich zu zeigen. Mir hat das schon so in die Finger gejuckt, dass ich euch unbedingt die Dinge zeigen will. Es sind viele Produkte leer worden, wo ich aber echt stolz auf mich bin, weil manches muss einfach mal weg. Und könnt sich aber schon mal freuen auf den nächsten Haul. Ich war schon wieder böse und habe so viel gekauft. Steht ihr alle schon da zum Herzeigen? Ja. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!